Hello people. Ja, wir sitzen wieder in meinem Auto und ja, ich rede über die Wochen, über die vergangene. Ich habe mir jetzt gedacht, ich will jede Woche mal ein Video einstellen, um da kontinuierlich was zu machen und um vielleicht doch ein paar. Es ist beim letzten Video gemerkt, dass ja, bei mir sind die Views natürlich alles andere ist gut, aber ich habe gemerkt beim letzten Video, dass das wesentlich, wo ich einen Monat gebraucht habe für die Views, die habe ich gehabt jetzt in zwei Tagen oder drei Tagen von einem Video. Aber das bewegt sich so im 20-30 Aufrufebereich. Ja, das will ich mal ändern. Mal schauen, ich mag die Schnurrerei nicht um Abos und Subs und was ich was alles. Das ist, liegt mir irgendwie fern. Wenn es mir taugt, taugt es ihm, dann druckt er, und wenn es ihm nicht taugt, dann druckt er halt nicht. Ja, ich denke, ja, das ist bei mir genauso. Wenn mich was interessiert, dann gebe ich unter Anführungszeichen gebe ich demjenigen, obwohl es mir fern liegt, weil es ist ja nicht so. Aber für mich ist es so im Prinzip, ich gebe ihm eine Chance und wenn mir ein Video voll gut gefällt, dann abo ich und schaue, was der macht und schaue mir die nächsten an. Und so wie ich es jetzt letztens gehabt habe, der hat auf ein gutes Vlogging-Video gehabt von irgendwo von Madeira oder so irgendwas oder wo es halt sehr schön ist, Mallorca oder so irgendwas. Und dann nur mehr Videos über komische Sachen. Den habe ich natürlich wieder aus da. Aber sonst, ich weiß nicht wie viel Abos ich habe, aber. Über 300 auf jeden Fall, über die Jahre jetzt, also ewig viele. Ja, und da schaue ich jetzt, dass ich halt, meine 10-Minuten-Videos raushaue. Was hat sie da? Ich mache jetzt mehr mit der Osmo Pocket 3 und dem Mikro, das habe ich jetzt diesmal so, weil letztens habe ich es auf der Jacke gehabt und das macht so Scheuergeräusche. Und das tut es da, denke ich nicht, wenn ich es so vorhalte. Und dafür ist das super gemacht, das Ding. Die Hülle ist da grenzgenial gemacht. Ja. Weil das kannst du jetzt wie ein normales Mikrofon vor dir herhalten oder auf irgendwo hinstellen. Und das nimmt super auf. Ja. Kameratechnisch hat sich nicht viel geändert. Eben ein LX100 habe ich euch schon gesagt, besorgt. Ein Panasonic, eine kleine für unterwegs, für mein EDC, also für Steely Carry. Ja. Und wie gesagt, mit der Pocket 3 mache ich jetzt mehrere Sachen machen. Und dann auch wahrscheinlich mit der XH2 wieder mehr fotografieren. Ja, das war in Hundfotografie jetzt wesentlich mehr als früher. Ja. Schauen wir, wie das wird. Ist ein bisschen aktiver wie, weil ich verfolge schon wieder in so einen. Ja, es gefreut mich nicht Modus, mich gefreut kein Spülen, mich gefreut kein. Weiß ich nicht, mich gefreut gar nichts irgendwie. Essen und Schlafen gefreut mich. Das sind so die ziemlich einzigen Sachen. Muss man taugen. Ja. Ja. Was tut sich? Ich habe mir gedacht, ich mache heute so, dass ich über die Spiele, die ich nicht spiele, einmal rede. Also über die Spiele, ich spiele schon, aber halt nicht so viel. Was oder dass wir mal klären, was unser Hauptding Ding ist, was wir spielen und wie wir spielen. Also das Hauptteil war immer WoW. Und WoW, aber nicht im Retail, sondern immer im Classic. Sobald es Classic gegeben hat, im Classic-Bereich. Dann haben wir einen kurzen Abstecher zu Hardcore gemacht. Also das ist im Prinzip eine WoW-Version, Classic-Version, wo wenn man einmal stirbt, der Charakter tot ist. So wie jede HC-Version, die es so gibt. Ja. Das war ganz lustig, weil es einmal ganz eine andere Spielweise, ein ganz anderer Ansatz war. Ja. Und was ich glaube, oder wo ich mir sogar sehr sicher bin, es hat die Spielweise, die man hat, verändert, ganz einfach. Das, weil du spielst anders jetzt. Auch wenn du nicht mehr HC spielst, passt du viel mehr auf, kommt mir vor. Ja.
Ja, jetzt spielen wir, oder haben wir, ich habe wieder angemeldet, die melde ich mir an, mit einem anderen Spiel. Ja. Also, ich melde mich immer so zwischen, aber ich möchte nur immer eins aktiv haben. Ich möchte es nicht, dass das zu viel Geld kostet, was ich nicht spiele. Es ist einfach ein Blödsinn. Das heißt, es ist nur eins angemeldet. Genauso bei uns ist immer nur eins. Also Prime ist immer angemeldet, wegen Prime halt. Wegen Video, Musik und so. Und dann ist nur einer von den zwei großen Player noch angemeldet. Ja gut, Sky haben wir auch. Damit haben wir Paramount Plus. Ja, also einer von Netflix und Disney ist immer nur einer angemeldet. Jetzt sind wir gerade wieder bei Disney, schauen uns die ganzen Marvel-Serien wieder an. Oder Marvel-Film. Der Marvels haben wir uns jetzt angeschaut. Dann Echo ist jetzt eine Serie mit Kingpin wieder und da kommt vor der Hawkeye und es kommt vor der Daredevil, das ist voll cool. Also mir taugt's. Und ja, und genauso ist es beim Spielen. Also beim Spielen habe ich eigentlich zu 90% WoW SOD angemeldet, also WoW Classic. Und wenn nicht, dann kann es sein, dass ich Knights of the Old Republic spiele, also Star Wars MMO. Was mir voll gut gefällt. Immer noch. Jetzt möchte ich eh so. Also Elder Scrolls Online wieder mal spielen. Ja, das will man geben, glaube ich, jetzt. Dass ich gerade habe. Und ich spiele irrsinnig gern. Ich bin noch, was man dazu sagen muss, ich bin irrsinnig schlecht. Also bei WoW nicht so, glaube ich. Aber alles, was Spiele betrifft, wie, weiß ich nicht. Ich würde voll gern zum Beispiel, wie heißt es, Dark Souls, solche Spiele, Dark Souls-artige Spiele, würde ich voll gerne spielen, wie heißt das? Fällt mir jetzt nicht ein, fällt mir vielleicht später ein. Aber da bin ich einfach zu schlecht und habe viel zu wenig Nerven für solche Sachen. Also wenn ich was spiele, so wie man letztens in Aktion war bei MMOGA, Hogwarts in Aktion um, ich glaube, 29 Euro, 25 Euro, die Deluxe Edition, die man kauft. Ich spiele solche Spiele immer auf leicht. Und wenn es dann wirklich ungut leicht ist, so wie bei, was ist ungut leicht? Valhalla zum Beispiel. Assassin's Creed Valhalla. Also das ist extrem ungut auf leicht. Da ist besser, du spielst normal. Weil da kriegst du von dem Spiel den Plan an immer mehr mit, wenn du es leicht spielst. Ja. Aber es ist das Einzige, was ich kenne. Sonst spiele ich alles auf leicht. Sonst ist man... Und heute ist so, dass die Spielschwierigkeit bei die, ich würde mal sagen, was ich spiele, 50-60% so hochziehen schon, dass du mit leicht gut bedient bist, wenn du das Spiel nicht kennst oder wenn du die Spieleart nicht kennst, noch besser. Ja, ich spiele so Sachen voll gern wie Enshrouded, Palworld, was habe ich mir in letzter Zeit gekauft? Ja, Enshrouded, Palworld. Hogwarts ist der Hammer. Also, ich glaube, Hogwarts ist seit vielen Jahren wieder mal ein Spiel, wo ich sage, das ist das beste Spiel. Ja, unter meine Top 5 kommt das auf jeden Fall. Und ich spiele schon seit es Police Quest 1, 2 und so weiter gegeben hat. Und was haben wir noch gespielt? Ölimperium am C64. Also, immer lange Erfahrungspalette von Spielen. Also, ja. Und Hogwarts ist. Also wenn man nur ein bisschen, und ich bin kein Harry Potter Fan, also ich habe die Filme zwar alle gesehen, aber ich habe kein Buch gelesen und ich bin nicht, ja. Ich habe zum Beispiel nicht gewusst, dass diese Kisten mit den Augen drauf, dass man da unsichtbar sein muss, dass man sie aufmachen kann. Ja, also einer, der die Bücher kennt und Fan ist, weiß das wahrscheinlich gleich im Vorhinein. Ja, ich nicht. Aber das Spiel ist so ein Hammer, so genial. Es führt dir an alles so schön an. Also jede Sache, wo du rennst am Anfang eigentlich viel in dem Schloss herum. Und da sind halt verschlossene Türen, dann sind Statuen dort. Und alles, wo du so denkst, boah, wie kriege ich die Tür auf? Was mache ich mit den Statuen? Und so weiter. Im Laufe der Hauptquest wirst du all an das total angeführt. Also das Zaubersystem ist recht lustig gemacht. Die Rätsel sind so, dass ja, mit viel Nachdenken und so, dass das glaube ich jeder schafft. Also es ist nicht so wie bei, was ist ein Beispiel? Tomb Raider, die Neicherin. Die haben Rätsel dabei, da denke ich mir, müsst ihr Lack gesoffen haben oder was.
Das macht das Spiel kaputt, wenn man bei einer Stelle einfach nicht weiterkommt. In meiner Meinung. Weil ich möchte das Spiel so spielen wie ein Film. Das ist mir am liebsten. Man, das ist so orientiert für mich wie ein Film. Und ich brauche keine Herausforderung, ist vielleicht das falsche Wort, aber ich brauche keinen Stress. Herausforderung ist okay, wenn es ein bisschen challenging ist. Aber ich brauche keinen Stress beim Spiel, wo ich mich ärgere, dass ich das jetzt zum 7. Mal nicht schaffe. Solche Spiele kauft sich wer bewusst, dass er seine Nerven, weiß ich nicht, stehlt oder keine Ahnung, was die Leute damit wollen. Ja. Ja, aber wie gesagt, das ist absolut der Hammer. Man kann Besen fliegen, man kann. So genial. Man kann Tränke brauen, man kann Pflanzen ziehen, man hat einen eigenen Raum des Wunders. Es ist so grenzgenial gemacht. Also es gefällt mir echt gut. Und es schaut im Moment so aus, dass WB Warner Bros. Das nicht wirklich unterstützt. So richtig. Was da DLCs machen könnte, das sind ja Zusatzprogramme. Wahnsinn, andere Geschichten. Ja. So wie die Filmteile halt sind, da könntest du eine Hauptquest wieder durchziehen. Wie sie es bei Diablo 4 die ganze Zeit versuchen. Aber ja, Diablo 4 ist für mich der volle Reinfall. Da ärgere mich, dass ich es mir gekauft habe. Und ärgere mich, dass ich mir letzte Season, was war das, 2 oder 3, den Season Pass gekauft habe. Der war rausgeschmissen, das Geld. Das habe ich jetzt deinstalliert. Interessiert mich nicht. Da haben sie sich, ja, gegen die Konkurrenz am Markt. Wenn du da anschaust jetzt, wie heißt es? Heißt Dark Portal? Nein. Ja, ich muss halt mal sagen, ich bin zu sehr Amateur beim Filmen. Ich muss halt mal Sachen halt aufschreiben. Aber es gibt so Hackensley, ein neues Ember Portal, irgendwie so heißt es, oder Ember, ja, irgendwas. Wo du auch so durchhaust und wo jeder, du kannst da bei dem Spiel so, dass du jeden Spell, den du kriegst, in einen Ort ändern kannst. Jeden Spell, jede Fertigkeit, das heißt, du kannst den Charakter so herrichten, wie du das willst. Ich habe mir da ein Necro gemacht mit Skeletten und Geistern und ja, und die kannst boosten, die Fertigkeiten von den Geistern, Skeletten und deine Zauber kannst du noch einmal verändern, im Kleinsten. Also, ja, es ist ein Wahnsinn. Das ist echt gut. Ich blende es vielleicht ein, wie es heißt. Ja, das spiele ich auch ganz gern. Das habe ich relativ viel sogar gespielt. Wo ich auch nicht reinkomme, was eigentlich voll schade ist, in Baldur's Gate. Baldur's Gate habe ich jetzt sicher 4 Monate und habe so 14 Stunden gespielt. Ich habe Freunde, die spielen das 300 Stunden, 400 Stunden schon und spielen nur immer. Also, es ist was, wo ich mich einfinden muss. Ja. Ja, weil der Steam-Bibliothek mit viele andere wahrscheinlich auch, mit zig Titeln. Und da habe ich halt ein paar immer installiert. Ja. Robin Hood hat lustig ausgeschaut. Die haben so Early Access in gratis heraus gehabt zum Ausprobieren. Habe mir aber auch nur Videos angeschaut. Das hat aber ganz lustig ausgeschaut. Ja. Talisman habe ich mir gekauft, Talisman Origins. Ah, ganz gut. Ah, bevor ich es vergesse, Dark Tide. Warhammer. Traumspiel. Bin ja auch schlecht als wir. Leider. Also, jeder, der mit mir da spielen muss, ist ein armer Hund, glaube ich. Aber ich spiele es ab und zu so gern. Also, das ist ein geiles Spiel. Das hat eine Atmosphäre und eine Musik, Alter, leider, wenn man echt sowas taugt. Bist du deppert? Oh, da kannst du eine kippen. Aber kann ich auch nicht länger spielen als 1-2 Stunden, dann wird man auch fad. Obwohl da der Sniper, weiß ich gar nicht, wie er heißt, am Psioniker gibt es den Spiel ganz gern. Das ist sozusagen der Zauberer. Bei Warhammer geht es vom anderen MMO und von, ich schaue mir so relativ viele Geschichten an. Gibt es ja die Feuermagier, ne? Die eigentlich, und die Psioniker, die haben, ja, die lassen Hirne zerplatzen und haben Blitze und ja, Wahnsinn, Leute. Also, meiner Meinung nach, gute Musik,
gute Atmosphäre. Du hörst alles. Du hörst, wann die Hunde kommen, das sind spezielle Monster. Oder Zerplotzer oder Hunter oder. Also es sind alles spezielle Monster. Und jedes spezielle Monster hat einen Sound an eigenen. Und das hörst du, von wo die kommen, wenn du ein gutes Setup hast. Es ist so geil. Und da spiele ich halt die liebsten. Nein, ich spiele alle gern. Gibt es eine Art Sigma-Priester, der am Anfang mit einer Axt anfängt. Da gibt es einen Veteranen, heißt der. Veteran, das ist der Scharfschütze. Der arbeitet halt viel aus der Distanz mit Gewehren und Pistolen und alles Mögliche. Da gibt es einen Psioniker. Und dann gibt es einen Tank, das ist ein richtiger. Was sind das? Oger, glaube ich. Sind das? Ja, so ein Kampfoger, den kannst du mit Schild spielen. Oder mit so einer Zwei-Hand-Wumme mit einer riesigen. Wahnsinn. Ah, das ist ein geiles Spiel. Da könnte man ein eigenes Video drüber dran, glaube ich. Ja. Ja. Das sind die Spiele eigentlich, die ich so spiele. Ja. Ich werde jetzt mit ESO wieder mal anfangen, weil da habe ich irgendwie einen Bildguide gefunden, der mir taugt. Wo man, also das ist so meins, wo man nur ein paar braucht. Weil bei ESO hast du zwei also umschaltbare Leisten mit je, ich glaube, 5 Spells oder 6 Spells. Ich müsste jetzt lernen. Aber normalerweise switcht man die, weil man alles braucht. Und da gibt es Builds, also Fertigkeiten, Einstellungen von verschiedenen Klassen, die nur ein Leisten brauchen. Und das ist natürlich saugeil dann für schön. Wenn du nur 1, 2, 3, 4, 5 oder die auf Tasten sogar legst, dann ja, geht das super. Ja, das war's eigentlich. Sollte mir irgendwas Neues neu fallen, hänge ich dran. Aber es ist eh lang genug. Jetzt habe ich eh schon gewöhnt. Das schaut eh keiner an, so lang. Leute, ich danke schön fürs Zuschauen, Zuhören. So weit kommt eh keiner. Das ist eh wurscht. Aber ja. Ich würde das jetzt jede Woche durchziehen, dass ich irgendwann an mein Hirn auskotze irgendwie. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Tschüss.